Geburtsjahrgang 1962. Wann kann ich in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich möchte Ihnen einfach mal an einem Beispiel und zwar an dem Geburtsjahrgang oder Geburtstag 1. Juni 1962 erläutern wann Sie mit welcher Altersrentenart in Deutschland in Rente gehen können. Ich habe ganz bewusst die knappschaftliche Altersrente für Bergleute, die langjährig unter Tage äh, tätig waren, mal hier herausgelassen. Ich glaube im Jahr 2022 oder 2021 waren das 35 Mann, die diese Altersrente bezogen haben. Also das lasse ich einfach mal außen vor, sondern ich steige einfach in die vier gängigen, Altersrentenarten in Deutschland ein. Sie sehen, ich habe schon mal eine kleine Liste hier gemacht und steigen wir einfach mal ein. Also, wenn Sie am 1.6.1962 geboren worden sind, können Sie die Regelaltersrente bei Vollendung des Lebensalters der Regelaltersgrenze am 1.2.2029 erstmals in Anspruch nehmen. Diese Rente hat keinen Abschlag. Voraussetzung ist, weit, also weitere Voraussetzung ist, wir brauchen fünf Jahre Beitragszeiten, das sind Pflichtbeitragszeiten oder freiwillige Beitragszeiten. Also fünf Jahre ist gleich 60 Kalendermonate, müssen nicht hintereinander liegen, sondern können zusammengewürfelt, meinetwegen in einem Zeitraum von 40 Jahren, in einem Versicherungsverlauf zusammen gearbeitet oder angespart sein. Nächste Rente. Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Jahren Wartezeit oder Mindestversicherungszeit, gerne auch so genannt. 35 Jahre Mindestwartezeit äh, bedeutet, dass de facto sämtliche rentenrechtlichen Zeiten, die es in Deutschland gibt, in diesen 35 Jahren Wartezeit angespart sein müssen, damit sie erstmals am 1.6.2025 mit Vollendung des 63. Lebensjahres in diese Altersrente gehen können. Dann kriegen sie. Fast die Höchststrafe 13,2 Prozent Abschlag. Ohne Abschlag ist diese Rente am 1.2.2029 erstmals möglich. Sie sehen, dieses Datum hier unten fällt mit dem Datum Regelaltersgrenze zusammen. Noch ein Hinweis von mir: Wenn Sie vor der Regelaltersgrenze diese Altersrente hier beantragt haben, können Sie mit Vollendung des Lebensalters Regelaltersgrenze dann nicht in diese Rente hier. In überwechseln, Das ist gesetzlich nicht mehr möglich. Also wenn Sie einmal eine Altersrente hatten, können Sie nicht mehr in die nächste Altersrente wechseln. Meine Damen und Herren, bei einem Geburtsjahrgang 1.06.1962 können Sie in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, mit 45 Jahren Wartezeit erstmals am 1.02.2027 in Rente gehen oder in Rente äh, die Rente beanspruchen. Diese Rente hat wie so oft ich Ihnen das auch schon erläutert und erklärt habe, keinen Abschlag. Der Beginn ist der reguläre Beginn. Das heißt, Sie können vorher, vor dem 1. 2. 27, nicht diese Altersrente in Anspruch nehmen. Das ist gesetzlich nicht möglich. Alle Geburtsjahrgänge nach dem 31.12.1963 können erst mit Vollendung des 65. Lebensjahres in diese Abschlagsfreie Altersrente gehen. Dann ist die Rechtslage, wie wir sie schon zum 01.01.2012 hatten, wieder hergestellt. Last but not least, auch eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung 50. Das ist die Einstiegsstufe. Und 35 Jahren Wartezeit ist möglich, wenn Sie am 1.06.1962 geboren sind. Dann können Sie frühestmöglich, ich äh, Markus mal an, zum 1.2.2024 in Rente gehen. Das heißt also, heute mit dem Datum 20.08.2023 ist dieser Rentenbeginn gar nicht mehr so weit. Dann haben Sie aber definitiv einen Abschlag von 10,8%. Ohne Abschlag können Sie in diese Rente regulär gehen zum 1.2.2027. Und Sie schauen, Sie schauen bitte mal hier. Ähm, dieses Datum 1.2.27 fällt auch mit dem Beginn der Altersrente für besonders langjährig Versicherte zusammen. Alles in allem waren das die vier Altersrentenarten, in die Sie mit dem Geburtsjahrgang 1.6.1962 gehen können oder beanspruchen können. Alle haben eines gemeinsam: alle Altersrenten. Sie können sie nur bekommen, wenn Sie einen Antrag auf die Altersrente stellen. Es gibt eine Ausnahme wo Sie keinen Antrag stellen müssen, und zwar, wenn Sie vor Beginn der Altersrente eine äh, Erwerbsminderungsrente bezogen haben, dann können Sie oder müssen Sie bei Vollendung der Regelaltersgrenze, wenn die EM-Rente so lange läuft, keinen Rentenantrag stellen, dann wird automatisch durch die Rentenversicherung oder Ihren Rentenversicherungsträger diese Erwerbsminderungsrente als Regelaltersrente umgestellt. Aber Sie werden in der Regel immer eine Aufforderung bekommen, einen Rentenantrag zu stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.